Hallo zusammen bei No Man's Sky. Willkommen zurück bei einer neuen Folge von Blender Glitch. Wir werden heute mal den kreisförmigen Raum weiterbauen, beziehungsweise wir wollten ja eine Landeplattform draus machen. Und ja, ich würde sagen, wir beginnen einfach mal mit der Landeplattform. So, dafür brauchen wir erstmal die Strukturen wieder. Metallplatte oder Metallbodenplatte. Bauen uns, egal wo, uns die Bodenplatten einfach an die bestehenden. Hier geht es nur darum, dass wir die Mitte finden. Das heißt, das wäre genauso hier der Fall. Genauso auch bei das, ups, hier der Fall, halt. So. Die spielt erstmal dafür keine Rolle. Also wir brauchen die Mitte. Dann nehmen wir uns die kleine Wand, bauen die uns darunter. Und noch eine. Dann brauchen wir wieder die Metallbodenplatte. Die obere können wir schon wieder wegnehmen und auch eine der kleinen Wände. Bauen uns die Bodenplatte auf. Die kleine Wand kann auch wieder weg. Und dann brauchen wir als nächstes die Dekoration. Licht. Und nehmen uns die Lichtbox. Dann brauchen wir die Mitte dieser Bodenplatte. Hierbei kommt es nicht darauf an, dass der gerade zur Platte steht oder dass es besonders schön aussieht jetzt. Hier kommt es nur darauf an, dass unser Anschluss, den wir haben, unser Kabelanschluss, dass der genau in der Mitte ist, beziehungsweise in die Mitte hineinragt. Mal ein bisschen ups, genauer schauen. Zu dem Kabelglitch, den wir gleich wieder machen werden, muss ich noch dazu sagen, ich benutze den PC für No Man's Sky. Und PC-Spieler haben einen kleinen Nachteil. Der Kabelglitch lässt sich nicht ganz so gut durchführen. Das heißt, ihr habt es beim letzten Video gesehen. Es dauert manches Mal ein bisschen länger, aber das heißt ja nicht, dass es nicht geht, wie ihr sehen konntet. Ah, das müssen wir ein bisschen besser machen. Also PS4-Spieler sind da klar im Vorteil. Liegt sehr wahrscheinlich daran, dass die Tasten viel kürzere Wege haben. Wobei ich hier mit der Steuerungstaste arbeite, um zwischen dem Kabel und dem tatsächlichen Objekt zu tauschen. Hab da leider noch keine bessere Möglichkeit gefunden. Ich bin schon am Überlegen, ob ich mir einen Controller fürs Bauen hier besorge. Was sicherlich auch ein Vorteil wäre. Okay, so sollte das in etwa aussehen. Dann bauen wir noch eine weitere Kabelbox hier hin. Kabel. Immer über die Steuerungstaste von Löschen auf das Kabel wechseln. Hier habt ihr den Vorteil gegenüber den Farben, wenn ihr jetzt zum Beispiel eine andere Farbe nehmt, die Auswahl entsprechend wieder zurücknehmt und wieder rein, dann seid ihr wieder auf Löschen. Bei Kabel ist das nicht so. Ihr bleibt weiterhin auf dem Kabel, bis ihr eine andere Option wählt. Okay, gut, wir haben jetzt also das Landefeld. Landefeld heißt es. Und das ist das, was wir haben möchten.
Dann nehmen wir jetzt das Kabel. Moment. Zurück. Auch hier ist wieder so ein bisschen der Winkel von Vorteil. Also zumindest bei Tastatur und Maus. Wie ich das festgestellt habe. Vielleicht habt ihr auch andere Erfahrungen. Schreibt sie mir. Vielleicht habt ihr eine Tastatur, die besonders gut funktioniert. Schreibt mir das bitte auch. So, erstmal den Punkt erwischen, wo wir ganz dicht dran sind. Okay. Ups. Okay. So, na endlich. Okay, dann haben wir jetzt das Landefeld. Und dann schauen wir uns das mal an. Obwohl die Höhe, die sieht sehr gut aus. Das ist auch in Ordnung. Alles super. Okay. So, ich hoffe, das gefällt euch so, wie es ist. Also mir gefällt es sehr. Mich stört es kein bisschen, dass es hier ein wenig, ja, halt anders aussieht. Also nicht ganz abschließend, sondern hier eine Kante ist. Ich finde das sogar in Ordnung, sehr gut. Es gibt natürlich auch noch die Möglichkeit zu sagen, okay, mir gefällt das doch nicht. Und dann würden wir das noch weiter zubauen können. Und zwar nehmen wir uns wieder die Metalltür. Dann wechseln wir zur Metallfassade und glitschen jetzt rüber zum Metallboden oder Metallbodenplatte. Ups. Okay, jetzt muss man vom Kabel wieder wechseln. Nein! Das sind Dinge, die natürlich nicht passieren sollten.
Gut. Ja, dieser kleine Fauxpas, der hätte jetzt nicht passieren brauchen sollen. Ist jetzt leider doch passiert. Mal gucken, vielleicht schneide ich es auch raus. Ich will ja hier kein Content-Stretching. Und wir bauen jetzt einfach weiter. Im Idealfall nehme ich jetzt nicht die Mitte weg. Ansonsten bauen wir die erst zum Schluss. Nehmen wir diese Metalltür wieder weg. Das fertige Ergebnis würde dann so aussehen. Nur noch ein kleines bisschen vom Landefeld wäre zu sehen. Und wem das besser gefällt, der sollte natürlich dann auch den inneren Ring hier auch noch legen. Und das könnte man natürlich jetzt auch noch weiterführen, und zwar indem man den inneren Ring genauso noch einmal legt. Wer das machen möchte, wem das noch besser gefällt oder das Landefeld gar nicht baut, sondern den Raum für etwas anderes nutzt, sollte das natürlich auf jeden Fall tun. Ansonsten werden wir uns jetzt hier erstmal weiter beschäftigen, und zwar mit den Wänden, die wir hier stellen wollen. Und zwar gehen wir da wieder in die Deko. Die Verzierungen und beginnen mit dem Anfang. Das wiederholt sich jetzt bei jeder Bodenplatte. Thank you.
Dann benötigen wir den Zylinder. Bei dem Zylinder müsst ihr darauf achten, dass die Ausrichtung nach außen ist. Und wechseln dann zur Pflasterung. Sollte dann so aussehen. Stellen wir auch gleich eine Bodenplatte und in dem Glas. Und dann nehmen wir das hier auch gleich wieder weg. So, also unsere Wand haben wir. Wenn wir uns das jetzt mal genauer anschauen. Hier sind keine Lücken. Am Boden ist alles zu. Okay. Dann nehmen wir unsere Teile, die wir benötigt haben, um es aufzubauen, erstmal wieder weg.
Wenn es euch zum Beispiel auch gefällt, nach unten hin vielleicht nochmal eine Wand hinzustellen. Später vielleicht nochmal einen Boden dazu. Ist gar kein Problem. Auf dieselbe Weise könnt ihr dann auch von der Wand wieder zurück switchen, dass der Boden wieder als Boden dort liegt. Dann so wie wir den Raum aufgebaut haben, dann auch nach und nach den weiteren Boden einziehen, bauen. Ja, wie sagt man das am besten? Ja, einfach bauen, würde ich sagen. Okay. Gut. Dann würde ich sagen, wir holen uns jetzt mal das Schiff her, damit wir auch sehen, dass es funktioniert. Ja, in der Tat, es funktioniert. Unser Schiff ist hier. Ja, natürlich, es steht ein kleines bisschen im Boden drinne. Und zwar da, wo die Füße sind. Deswegen der geringe Unterschied zwischen den Höhen, der macht sich darin natürlich bemerkbar. Ich selbst bevorzuge es eigentlich, den inneren Ring, den wir hier noch gelegt haben, nicht zu legen. Ich finde es einfach hübscher oder schöner, wenn etwas mehr von der Landefläche zu sehen ist oder vom Landefeld. Aber von der Sache an sich. Wie gesagt, es funktioniert. Das Schiff, was ich hier habe, ist übrigens nicht, dass es mir gefällt, sondern ich habe es einfach genommen, weil das Starterschiff, das wollte ich dann doch nicht haben. Und siehe da. Hervorragend, es funktioniert. So, da haben wir unsere zweite Landefläche. Haben die Wände gebaut, haben nochmal den Ring erweitert, beziehungsweise kleiner werden lassen. Das Landefeld ist eingebaut. Dann würde ich sagen, für heute, wenn ihr das nachbauen wollt, ist es erstmal genügend. Dann machen wir morgen weiter und zwar an derselben Stelle. Dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst eine Bewertung da, ein Kommentar, ob es euch gefallen hat, Kritik oder eben ein Abo, wenn es euch gefallen hat. Ich laufe gerade Gefahr, dass ich mich ein wenig wiederhole. Bin noch immer ein wenig nervös, aber es wird immer weniger. Gut, dann verabschiede ich mich jetzt hier. Bis zum nächsten Mal. Ciao.